Herzlich willkommen, winke, winke, alle Aufzeichnungszuschauer. Und als erstes wieder die Information, dass ich auch heute nicht wieder die ganze Geschichte der Menschheit seit der Entstehung des Universums erzählen werde, sondern Sie brauchen nur aufzurufen, nexts4f.de. Da kriegen Sie den Zugang zu unserem Gesamtstudium, unserer gesamten Mini-Online-Universität. Alles kostenlos natürlich, selbstverständlich. Und wo sind die heutigen Themen? Oder ich mache das erstmal hier zu, ja, damit Sie wissen, wo Sie sind und wo sind die heutigen Themen. Hier haben wir wieder mal so. Also, unsere heutige Kurzvorlesung unserer Mini-Uni der Next Scientists for Future vom Weltrat, die wissenschaftliche Tagesschau heute, also die einzige realistische Nachrichtensendung auch ist, wo stehen wir in der Welt? Wirklich, neben all den Irrtümern, über die in heute und jetzt habe ich natürlich Quatsch gemacht. Jetzt muss ich nochmal zurück hier. Jetzt gucke ich mal, ja, jetzt. Was ist heute wirklich wichtig für die Welt? Wäre wichtig für die Welt, wenn wir nicht alle so voll Irrtümern wären und nicht so intelligenzgemindert wären, weil seit angeblich ja 40 bis 100.000 Jahren unser Gehirn um 200 Milliliter, also ein Glas, ein Bierglas 0,2 kleiner geworden ist, weil die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus automatisch und zwangsläufig zur Gehirnreduktion führt, zum Dümmerwerden der gesamten Weltbevölkerung, was allerdings unterschiedlich schnell in verschiedenen Staaten geschieht. So, und deswegen heute, was wichtig wäre und in ZDF und ARD, ZDF heute und ARD Tagesschau eigentlich Hauptthema sein sollte, ist die Schlüsselfrage. Sind Sie in Wahrheit ein Sektierer? Im Kapitalismus wird da nicht jeder zu einem Sektierer, nämlich so, ach, wir wissen alles, wir haben Recht, wir, die Zeugen Jehovas, die Scientology, die Linksextremisten, die Rechtsextremisten, wir haben alle Recht, wir brauchen keine Diskussion mehr, kein Gespräch mehr, wir wissen alles, ja. Und seht doch, wie viele wir sind. Also sind wir die Wahrheit. Sind deswegen Hitler, der hatte Millionen Fans, war das deswegen die Wahrheit? Nein, eben nicht. Oder sind die Zeugen Jehovas mit ihren 6 Millionen Opfern, will ich sie mal nennen, auf aller Welt? Wobei ich sagen muss, die Lebensqualität der Zeugen Jehovas ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Also die sind zwar gehirngewaschen von oben bis unten, aber vielleicht sind sie trotzdem einigermaßen glücklich. Oder sagen wir mal so, es ist die Frage, vielleicht sind andere Gruppen auch nicht viel glücklicher, ja, als die Zeugen Jehovas. Aber das heißt, alleine keine Gehirnwäsche im Kopf zu haben, bedeutet nicht automatisch glücklich zu sein. Denn dann müssen es ja erst nochmal ausreichend viele werden. Ja, denn der Mensch kann ja nach unseren Forschungsergebnissen eigentlich nur glücklich werden, wenn mindestens 3, 4, 5 Gruppen a 150, wie ich sie nenne, Savannen-Bonobo-kommunistischen Gruppenehe-Mitgliedern miteinander jeweils zusammenleben, denn die Töchter müssen ja, um Inzest zu vermeiden, ja in irgendeine andere Gruppe auch abwandern können. Also sind wir also mit 3, 4, 5 mal 150 Leuten ist eigentlich die minimalste Glückseinheit. Und dabei müssen die dann ja auch noch militärisch irgendwie geschützt sein können, solange außenrum noch eine kranke kapitalistische Welt herrscht, die jederzeit kriegerisch alles zerstört, was sozusagen ihnen irgendwie anders oder unheimlich erscheint oder primitiv erscheint, ja, denn diese glücklichen Indianer und Indios, die haben wir einfach abgeschlachtet, weil wir dachten, das seien Untermenschen, dabei waren die wesentlich glücklicher als wir, ne? Und
ARD und ZDF berichten leider immer nur, das habe ich ja eben auch schon gesagt, was große Gruppen, das habe ich gerade letztens gehört, wieder, ARD und ZDF berichten leider tendenziell nur, was große Gruppen denken. Aber genau das ist der kapitalistische Zentralirrtum, das sind die vorteilbringenden Irrtümer irgendwelcher manipulierenden Sparten, nicht bewusst manipulierenden Sparten. Aber echte Lösungen können leider immer nur kleine oder eine Frau oder einer, ein Mann. Ja, denken Sie an Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Gregor Mendel, Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, Professor Richard Dawkins und Weltrat Next Scientist for Future. Immer nur wenige, einzelne bis kleine Gruppen. Und der Rest der Welt ist jeweils immer im Irrtum gewesen und ist auch heute wieder in Totalirrtümern gefangen, nämlich den vorteilbringenden der Irrtümern der verschiedenen Sparten in der sozialen Marktwirtschaft. Ja? Und das zeige ich auch gleich dann nochmal, aber erst lese ich doch den letzten Satz vor. Wenn Sie denken, Sie würden irgendwas wissen, und ich sage Ihnen, das ist ein Riesenirrtum. In Wirklichkeit wissen Sie wahrscheinlich unheimlich wenig. Aber wenn Sie denken, Sie würden irgendetwas wissen, dann kommen Sie bitte in unsere Talkshow und machen Sie mit uns den fairen Popperschen Falsifikationstalk, wo irr ich, wo du. Sie kriegen 5 Minuten Redezeit, ich kriege 5 Minuten Redezeit, und dann sagen Sie mir, wo ich mich irre, und dann sage ich Ihnen, wo Sie sich irren. Und dann geht es eben so, Wechsel, Wechsel, Wechselruf, und dann, da haben Sie, glaube ich, gerade einen Irrtum erzählt, weil es liegen die und die Beobachtungen vor, Fakten und so weiter, und ja. Und nur so kämen wir zu etwas. Und nur das müssten die heutigen Tagesthemen und die heutigen Heute-Journal-Themen sein. Aber stattdessen werden einfach nur weiter ohne böse Absicht die ganzen Irrtümer geglaubt, die wir alle im Kapitalismus so halt so glauben gelernt haben, ja? Und eigentlich müsste also ins Tagesschau heute, Tagesthemen heute Journal, müsste ständig nur über diese Themen geredet werden. Und jetzt erläutere ich das nochmal, wie das ist, nämlich in Wahrheit. Ja? Und zwar einer der größten vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten, die wir als die gefährlichsten, also wir halten die Sozialsparten noch für viel gefährlicher als die Gesundheitssparten, als die Nahrungssparten, als die Waffensparten, die ja gerade sich einen kräftigen Schluck aus der Pulle genehmigen im Kapitalismus. Ja, all diese Sparten sind gefährlich, aber es gibt zwei, die noch gefährlicher sind. Die Sozialsparten und die Weltsozialsparten beziehungsweise NGOs, Non-Governmental Organizations, Nichtregierungsorganisationen, ja. Und das ist eben der Punkt, denn alle die können dann riesige Karrieregewinne und Geldgewinne machen, wenn die ganze Welt sich in Elend verwandelt. Je mehr Hungernde in Afrika, desto mehr Spendeneinnahmen durch die Spendenerbettelei der NGOs. Je mehr Arbeitslose, Obdachlose, je mehr gescheitertes Leben, Depressionen, Krankheiten, unglücklich sein und so weiter, desto mehr profitieren bestimmte Sparten davon, besonders die Sozialsparten, die ja das ganze gescheiterte Leben verwalten, gewinnbringend sozusagen. Und was ist jetzt einer der Zentralirrtümer? Es gibt viele Irrtümer, die sich rausgebildet haben, ohne böse Absicht, die sich dann aber erwiesen als unheimlich karrieresteigernd, weil wenn man sie dann als Sozialspartler, als große Sozialspartlergruppierungen, das dann in der Öffentlichkeit geäußert hat, dann kommt es dazu, dass die Öffentlichkeit quasi manipuliert wird, gehirnwäschemäßig manipuliert wird. Wie waren die Worte? Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung durch parasitäre Meme, Killerviren des Geistes,
irrationale Kognitionen oder kurz vorteilbringende Irrtümer, die man für Wahrheiten hält und sich deswegen auch keiner Schuld bewusst ist. Deswegen sind sich alle Sozialspartler und Weltsozialspartler haben die besten Absichten und merken gar nicht, dass sie die Welt mit Irrtümern impfen, die sie manipulieren, so dass am Ende das scheiternde Leben überall immer mehr wird und sie immer bessere Karriere machen. Ja? Ich habe ja schon das Bild gemacht, sie müssen sich die Sozialspartler und alle anderen Sparten vorstellen, wie so eine Alien-Gruppe, die einen Planeten erobert und ausplündert und zerstört und dann den nächsten plündert. Und genauso können die Sozialspartler und andere Sparten, wenn sie dann ein Land umgewandelt haben in überwiegend gescheitertes Leben, und sie dann nicht mehr bezahlt werden können, weil das Land bettelarm oder vom Krieg zerstört ist, dann müssen die halt ruckzuck auswandern in einen anderen Staat der Erde und dann können sie den wiederum plündern, ne? Und genauso und irgendwann auch in andere Planeten, ne? Und so genau so funktioniert es im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft, ja? Und ja, und einer der Hauptirrtümer ist: Oh, alle Neugeborenen sind Genies. Es spielt alles gar keine Rolle. Und ja, und wenn etwas richtig ist, dann können das viele verstehen, weil sie sind ja alle Genies. Da die Wahrheit aber naturwissenschaftlich bewiesen genau das Gegenteil ist, nämlich dass manche nur ganz wenige nur 2 Liter Gehirne ungefähr haben im Durchschnitt und andere die ganz wenige 1 Liter Gehirne haben und das Ganze dazwischen liegt, also zwischen 1 und 2 Liter Gehirngröße und zwischen 1 und 2 Liter quasi Lebensklugheit vorhanden ist, ist es leider so, dass immer nur diese wenigen, diese Einzelpersonen, kleinen Gruppen, die wirklichen Lösungen haben. Also müssten eigentlich jetzt die ARD und ZDF-Journalisten, wenn wir nicht so ein krankes Gesellschaftssystem hätten, noch hätten, müssten die eigentlich sofort den Weltrat ansprechen und sagen, ihr sagt uns ja quasi, dass wir uns irren und dass ihr Talkshows, Formate gerne haben möchtet, wo ihr sagt, wo wir uns gegenseitig sagen, die Spitzenjournalisten Deutschlands und die Weltratprofessoren, und wir alle dann jeder ein Redezeitkonto von 5 Minuten kriegt und wir uns alle sagen, wo irr ich, wo irrst du, also so nach dem Motto, Wechsel Nummer 3 oder so, je nachdem, wie die Teilnehmerzahl ist. Und Wechsel 2, das, was Sie gerade gesagt haben, ist aus unserer Sicht ein Irrtum, weil. Ja? Und so kämen wir voran und kämen wir wirklich zu Lösungen. Aber das geht nur, wenn wir erkennen, dass die echten Lösungen immer nur von einzelnen oder kleinen Gruppen kommt, von den Genies der Welt. Und leider nicht verstanden werden können, noch nicht mal von denen hier verstanden werden können. Und deswegen wäre es so, dass dann also die Lösung besteht quasi darin, dass wenn die genialsten Journalisten der Erde mit den wenigen Genialen der Erde sprechen, und das, ich kann Ihnen sagen, was das ist nur die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, die allerdings mit Vorsicht zu genießen ist, wegen ihrer linksextremistischen Beimengungen, und die Gemeinwohlwirtschaftsordnung GWO von Weltrat und Next Scientist for Future. Und mehr gibt es nicht. Liebe Journalisten, Sie müssen also nicht Vielfalt machen. Es gibt nur diese 2 Dinge. Alles andere taugt nicht allzu viel, ja, und führt uns in die Irre. Ja? Und die GWÖ-GWO-Diskussion ist das Einzige, was uns was bringt. Also müssen Sie Journalisten eigentlich nur, die genialsten Journalisten müssen nur sagen, ich mache jetzt Talkshows nach dem Popperschen, Sir Karl Popperschen Falsifikationismus. Und wir reden so lange, bis ich begriffen habe, was die größten Genies der Erde mit ihrer GWÖ-GWO-Diskussion wirklich sagen. Und dann könnten wir die Welt retten. Aber nur so.
Aber mit dem Gedanken, ich gehe nochmal zurück hier mit Ihrem Gedanken, dass also, wo ist es? Ah, hier ist es doch. Dass also Sie denken, ja, und auch als Journalist denken, ja, wenn da so viele sind, auf einer Demo 100.000 Leute sind, dann muss ja da die Wahrheit sein. Nein, ist sie nicht. Da ist das Gegenteil von Wahrheit. Denn 100.000 werden nie die Lösungen für die Menschheit verstehen. Seien wir froh, wenn es am Ende, sagen wir mal, ein paar hundert Politiker sind, vielleicht 100 Top-Journalisten, die genialsten Journalisten der Erde sind, die das verstehen. Und die GWÖ und die GWO, in der Diskussion sozusagen das verstehen, da müssen wir schon heilfroh sein. Und alles, was größere Gruppen sind, so bei Hitler, Millionen, die ihm nachgelaufen sind und die ihm geglaubt haben, nein, da ist immer Unwahrheit. Sobald eine Gruppe ein bisschen größer ist wie die Scientists for Future, unsere Konkurrenzveranstaltung, da haben 20.000 Leute unterschrieben, das muss Unwahrheit sein, da sind zu viele. Bei uns sind nur und circa 20 Professoren, Doktoren, weil die Genies gibt's nur ganz wenige auf der Erde. Und in Deutschland auch nur und Österreich auch nur ganz wenige. Und ja, also sagen wir mal so, wir müssen froh sein, wenn wir die Top 100 der letzten 1000 Jahre irgendwann zusammenkriegen im Weltrat. Aber es kann sein, dass es noch nicht mal 100 Genies auf der Erde gibt. Ja? Wissenschaftliche Genies, also die möglicherweise gar nicht gibt. Ja? Wobei im Weltrat ja auch Nichtwissenschaftler aufgenommen werden, wenn sie genial sind. Aber das muss sich erst mal erweisen. Also diese Idee bei größerer Zahl, also man kann sagen, mit der Größe der Gruppe nimmt der Wahrheitsgehalt ab, muss abnehmen. Ja? Wobei das Schwierige natürlich auch ist, dass sozusagen kleine Gruppen auch bei den dümmsten, also wenn Sie nochmal an diese Normalverteilungskurve hier denken, die gaußsche Normalverteilungsglockenkurve denken, die ich eben gezeigt habe, natürlich kann es auch kleine Gruppen, also kleine Gruppen oder Einzelne auf der Seite der Dümmsten bedeuten aber leider wieder nicht. Leider müssen die genialsten Journalisten wenigstens die Fähigkeit haben zu unterscheiden, welche Kleinstgruppen aus den Dümmsten sich rekrutieren und welche aus den Klügsten. Also das Dilemma haben wir dann noch, ja? Also, denn allein aus kleiner Gruppe können wir nicht auf Wahrheit schließen. Kann ja auch sein, dass die Gruppe so klein ist, weil sie die Dümmsten sind, ne? Ja. Also deswegen, ja? Also, sobald es viele sind, Scientists for Future 20.000, Fridays for Future Tausende von Leuten, und die da mitlaufen, das kann nicht die Wahrheit sein. Weil die Wahrheit ist ein Phänomen weniger. Und wir müssen, wie gesagt, heilfroh sein, wenn wir die Gruppe aller Staatspräsidenten, das sind, was weiß ich, circa 200 Staatspräsidenten oder Staatskanzler auf der Erde und vielleicht 100 Top-Journalisten und GWÖ, GWO, Gemeinwohl, Ökonomie und Gemeinwohlwirtschaftsordnung, das diskutieren, dann kriegen wir die Lösung für die Menschheit. Ja, dann können wir alles retten. Aber eben leider sind ARD und ZDF im Moment immer noch auf dem Trip zu berichten, was große Gruppen denken. Und das muss ja automatisch Unwahrheit sein, weil ja die alle infiziert sind von vorteilbringenden Irrtümern. Ne? Und denn echte Lösungen können nur kleine oder eine oder einer. Ja. Wenn Sie denken, Sie würden irgendwas wissen, irgendetwas wissen, dann kommen Sie in unsere Talkshow, wo du, also auch alle, wenn Sie sich für einen genialen Journalisten halten, der durchaus was weiß, dann machen Sie mit uns gemeinsam diese Talkshows, diese Sir Karl Popper Falsifikationismus Talkshows. Denn alles andere
führt zur weiteren Weltzerstörung und nicht zur Lösung. Ja, wir sind ja auch die Einzigen, die zum Beispiel das Klimaproblem kompetent lösen können. Aber das will ja niemand hören, weil Fridays for Future und Scientists for Future sind große Gruppen, die dann auch sich in großen Irrtümern befinden. Ja? So, ich glaube, ich vermute mal, das war's. Ja, das war's. Und hiermit kann ich dann beenden beende als erstes die Aufzeichnung. Winke, winke. Tschüssi, bis bald.